Hallo zusammen, wir fräsen heute solche Klötze aus Kunststoff. Diese Klötze sind für meinen Schwiegervater, genauer gesagt für sein Garagentor. Es handelt sich um ein Seitensektionaltor. Hier kann man die Führungswege sehen. Nach fast 20 Jahren sind diese Stücke einfach verschlissen. Die Weichmacher sind draußen und das Gehäuse wird porös. Und genau deswegen gibt es jetzt neue. Aus dem Rohteil habe ich schon sehr viel gefräst, deswegen hat es diese seltsame Form. Der Körper wird an dem Laser ausgerichtet und noch fest angedrückt. Auch dieser Körper wird nur mit doppelseitigem Klebeband gehalten. Ich muss aber dazu sagen, dass es nicht die beste Idee war, aber dazu später mehr. Wie immer wird X, Y und Z definiert und dann kann es auch schon losgehen. Es geht los, viel Spaß mit dem Video. Das Fräsbild und auch der Klang waren einfach hervorragend, da gab es nichts zu meckern. Ich würde gerne mit etwas mehr Tiefenzustellung durchs Material fahren, also einfach ein bisschen aggressiver. Nur habe ich Angst gehabt, dass sich der Körper von der Opferplatte löst. Deswegen ganz gemütlich und lieber ein paar Durchgänge mehr. Bei dem Fräser handelt es sich um einen Dreischneider von der Firma Garant mit einem Freischliff. Das bedeutet, der Schaft ist dünner als die Schneide. Man kann sehen, wie sich der Körper und die Opferplatte bewegt. Deswegen musste ich immer wieder die Fräsarbeiten stoppen und das Ganze nochmal gut andrücken. Wie gesagt, das mit dem doppelseitigen Klebeband war nicht die beste Idee. Ich muss sagen, ich zerspane diesen Kunststoff sehr gerne, nur diese Sauerei. Und das Zeug ist statisch aufgeladen, das haftet überall und das kriegt man fast nicht mehr sauber. Das ist ärgerlich, aber ansonsten eine echt coole Sache. Musik
Z0 wurde neu angetastet und dann geht es auch schon weiter mit dem zweiten Werkzeug, ein 60 Grad Klavierstichel. Nach der Namensgravur sollte noch eine Phase kommen. Nur ich bedenke, ob das Ergebnis wirklich schön wird, weil die Körper sich stark bewegt haben. Deswegen habe ich es an der Stelle abgebrochen. Mit der Hand und einem Messer werden die Stücke noch rausgebrochen und ich muss sagen, ich finde sie super. Sind echt schön geworden. Mit der Oberfräse verpasse ich den Stücken von Hand eine schöne Phase. Wie immer, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das in Fusion gemacht wird. Der Fusion-Teil. Diese Datei hier heißt Schwiegervater Garage V1 Mersere. Ich sag mal, die Endung Mersere kann man schon erahnen, wo die herkommt. Ich habe das ganze Stück mehrmals platziert. Ich habe es einmal gezeichnet, abgefräst, das habe ich aber nicht gefilmt. Dann dem Schwiegervater gegeben und der hat das okay gegeben. Und dann habe ich es einfach mehrmals platziert. Weil es immer wieder das gleiche Stück ist und ich auf so eine Besonderheit eingehen möchte, zeige ich es gerade mal hier. Okay, wir starten wie immer mit einer Skizze. Und ich habe das Ganze hier, ich habe diese ganzen Maße ausgemessen. Ich habe das Ganze fotografiert, mir als Vorlage zwar noch gelegt. Ich glaube, gleich müsste es kommen. Oder habe ich schon gelöscht? Ne, ich habe schon gelöscht. Aber ich muss sagen, das Ausmessen war doch besser. Beim Foto gibt es immer so Parallaxefehler und das ist ein bisschen schwer zu übertragen. Ich bin jetzt nicht ganz so ein Fan von. Vielleicht liegt es mir auch einfach nicht. Aber ich habe diese Maße einfach ausgemessen. Es hat auch gut funktioniert. So, danach wird das Ganze extrudiert. Dann eine neue Skizze mit den Bohrlöchern. Aber die mache ich später von Hand. Das mache ich nicht mit der Maschine. Und das hier habe ich nur gemacht, weil ich, gleich kann man es sehen, das Loch hier gebraucht habe. Ich habe nämlich ein winzig kleines Reststück gefunden. Es hat genau gepasst. Es war nur ein paar Millimeter größer. Und das zu halten war einfach schwer. Deswegen habe ich hier ein Loch gebohrt und eine Schraube mit einer M8 Schraube das Stück gehalten. Und damit ich mit dieser Schraube nicht diese zwei Löcher treffe, habe ich sie mir übertragen. Und nur ein einziges Element hat hier so ein Loch. Aber ich muss sagen, es hat so gut funktioniert, das hätte ich eigentlich auch bei allen anderen machen können. Okay, als nächstes, jetzt muss ich selber mal gucken, ah ja genau, wieder der Namensschriftzug. Dann habe ich das Ganze gesundet. Ich blende es mir gerade mal aus. Gesundet, ich sag mal, das sind ja alles Basics, das ist ja nichts Wildes. So, dann habe ich mein Reststück abfotografiert. Warum habe ich das gemacht? Zum einen, um das einfach so schön zu platzieren und zu gucken, dass ich einfach das Maximale raushole. Und zum anderen möchte ich hier, wenn ich die Kontur abfahre, immer von der Seite kommen. Und wenn ich hier meinen Grundkörper oder meinen Rohteil nicht kenne, dann könnte es passieren, dass ich irgendwie hier von der, sag mal hier zum Beispiel anfange. Oder von hier und in diesen Körper schon reinfahre. Deswegen wollte ich mir einfach diese Außenkontur anzeigen lassen. Man kann auch sehen, sogar den Knick habe ich hier übernommen, um einfach sicher zu sein, dass ich wirklich die Außenkonturen kenne. Das kann man in der Fertigung gleich besser sehen. So. Als nächstes muss ich selber gucken, was habe ich da. Achso, ich habe diesen ganzen Körper extrudiert. Das kann man sehen als Vollkörper, nenne ich es mal. Und dann nochmal wieder abgezogen, so dass so ein minimaler Rand noch steht. Millimeter? 0,1 Millimeter. Habe ich so eine Außenkontur stehen gelassen. Und wozu ich das gemacht habe, schauen wir uns gleich an. Ich habe nämlich hier ein Setup erstellt und gesagt, vom Volumenkörper und einfach diese Außenhaut oder beziehungsweise diese Schale angeklickt. Und so sieht mein Rohteil wirklich haargenau so aus, wie es wirklich ist. Und genau so wollte ich das.
Und wie gesagt, warum habe ich das gemacht? Um einfach das hier besser abschätzen zu können. Weil wenn ich hier meine Außenkontur nicht kenne, sage ich vielleicht, fahre mir hier diesen Punkt an. Dann würde man jedes Mal ins Material fahren. Und so könnte ich mir schön immer die Anfahr- und Wegfahrwegbewegungen anschauen. Und das hat auch wirklich zum Original dann immer gepasst. Und deswegen, wie gesagt, diese Außenhaut. Okay, das erste Setup, wie gesagt, hier vom Volumenkörper. Dann, ich glaube, ich mache das nur einmal, der Rest ergibt sich ja. Hier der Torsusfräser. Der Torsusfräser hat so eine Eigenheit, so eine Besonderheit. Nämlich, Eckenradius, der ist hier leicht abgerundet. Aber ich habe mich für diesen Fräser entschieden, nicht weil er hier unten gerundet ist, sondern deswegen. Der Schaft hat einen Durchmesser von, beziehungsweise die Schneide hat 6 mm, aber der Schaftdurchmesser hat 5,7. Und zwar 42 mm hat er einen Durchmesser von 5,7. Also der Schaft hat 5,7, unten 6 und oben auch 6. Und deswegen habe ich mich für diesen Fräser entschieden. Ich muss sagen, die drei Schneiden haben jetzt nicht ganz so gut gefallen, weil ich wegen der Wärmeentwicklung, aber es hat doch sehr gut funktioniert. Okay, das ist ja dieser Torsusfräser. Die Schnittdaten waren hervorragend, also die waren perfekt, da gibt es nichts zu meckern. Diese Kontur angeklickt, bei den Höhen, sage ich 0,7 musst du höher sein. Wieso er jetzt doch in die Opferplatte gefahren ist, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich vermute mit dem Klebeband und dadurch, dass es so ein bisschen abgelöst hat, ist es einfach so entstanden. Weil gemessen habe ich irgendwo hier, das war ja sehr nah an der Spannplatze. Vielleicht gab es hier so einen Bauch, die Opferplatte hat vielleicht so einen Bauch gehabt und deswegen ist es doch komplett weggenommen worden. Also wie gesagt, das mit dieser Opferplatte, das war nichts. Okay. Tiefenschnitte 2 mm, aber ich muss sagen, hier hätte man locker auf 4 gehen können. Also ich habe ja schon im Video gesagt, ich habe Angst gehabt, dass sich das Material von der Opferplatte löst, vom Klebeband. Deswegen ein bisschen sanfter einfach durchs Material. Rotteilaufmaß gelassen von 0,15 und hier bei den Anfahr-Wegfahrbewegungen 15 mm und 0,0, also der fährt keinen Radius. Ganz wichtig, Werkzeug unten halten. Dann habe ich hier noch einen Punkt angeklickt, weil ich sage, ich will, dass du genau hier reinfährst. Und das sieht dann so aus. Und wenn man diesen Button klickt für Werkzeug unten halten, sieht das so aus. Man kann sehen, dieses kleine Stück hier. Und wenn man diesen Button weglässt, Werkzeug unten halten, fährt er jedes Mal wieder hoch. Okay. Dann Copy-Paste. Alles unverändert. Hier habe ich 4 mm gemacht, weil ich ja gesagt habe, er nimmt ja nur 0,15 weg. Rotteilaufmaß weggeklickt. Ansonsten alles so stehen gelassen wie vorher. Okay, als nächstes ein neues Setup. Wieder vom Volumenkörper. Jetzt muss ich kurz selbst überlegen. Wieso sieht das einmal so aus? Ach ja, genau. Ich fand sogar die 2 mm irgendwann zu viel, weil ich gesehen habe, dass sich das Rotteil nicht richtig haftet. Deswegen habe ich es nochmal reduziert auf 1,5. Das ist der Unterschied zwischen diesem und diesem Setup. Ansonsten sind sie völlig identisch. Das kann man auch an der Nummer sehen, fortlaufend. Genau, und auch diesen Schlichtgang habe ich auf 4 mm gelassen. Okay, ein neues Setup, diesmal 0 Punkt oben. Und hier Gravieren. Wie gesagt, mit so einem 60 Grad Gravierstichel. Die Schnittdaten sind gut, ich sag mal, der graviert ja nur ein bisschen, also alles okay. Bei den Höhen sage ich einfach einen halben Millimeter. Ansonsten alles unverändert. Und die Phase, aber wie gesagt, das habe ich ja abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Körper nicht mehr alle an Ort und Stelle sind und ja, deswegen auch abgebrochen. Deswegen hat man das auch nicht gesehen. Aber so hätte es eigentlich aussehen sollen. Wir sind am Ende und jetzt geht's ans Saubermachen.
Ich habe einen Dyson-Staubsauger und etwa 4 dieser Behälter leeren müssen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.